Da sind wir wieder zurück bei Rogue Legacy. Ja, wir waren ein bisschen schockt mit der letzten Folge. Ach hier, guck mal, das ist das Fliegen. Okay, da kann ich jetzt aber auch so bestimmt. Nee. Ich kann auf der Stelle bleiben. Ah ne, ich kann auch hin und her so ein bisschen fliegen. Alles klar. Ansonsten ja, sprinten können wir. Schreien können wir. Und jetzt müssen wir leider ganz viel Geld dem Tod geben. Und das sollten wir vielleicht echt skillen. Das war, ja gut, dann brauchen wir aber 1700 Münzen pro Runde. Weil sonst müssen wir das Geld wieder den Tod abdrücken. Schauen wir mal. Mit dem hier glaube ich nicht. Ich bin da eher so dieses One-Hit-Hokage-Ding, womit ich gut zurechtkomme. Und das lassen wir hier gerne mal alles außer Acht. Weil ja hier doch ganz schön viel los ist und ich immer genau in sowas reinrenne. Okay, erst die beiden Bälle da oben kaputt machen. So, jetzt müsste man mit ihm hier mal was abklären. Da ist jetzt der Vorteil, dass wir fliegen. Knochen. Oh, da kommt noch so ein Bällchen. Ah, gut, dass wir kritisch auch gemacht haben. Dann haben wir nämlich mit denen hier auch ab und zu mal so einen One-Hit. Also lohnt hat sich der Sack jetzt nicht unbedingt. Wow, das war knapp. Den besiegen wir wieder ganz heldenhaft von hier unten. Und mit dir, Kumpel, haben wir sowieso noch einen offen. Oh, da war knapp. Aber wir haben es geschafft. Wenn man sich so ein bisschen Zeit lässt für das Spiel, dann geht das auch einigermaßen. Die Mana brauche ich jetzt noch nicht, deswegen gehe ich jetzt erstmal weiter. Ich weiß nicht, ob ich in die Hölle möchte. Oh. Ich glaube, hier tun die mir nichts. Von daher nehmen wir die doch mit. Das ist doch geschenkt hier. Level 55. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen, bis wir da angekommen sind. Na komm her. Ja, wunderbar. Beide. Und das ist aber auch heldenhaft, wie wir hier wieder kämpfen, ne? So, einen haben wir. Toll, der droppt nicht mal was. Der hier hat wenigstens ein bisschen was hinterlassen. Wunderbar. So, wir schauen noch mal einen weiter. Oh, der ist, glaube ich, ganz schön fies. Ne, genau. Der ganze Raum ist fies. Dem haben wir noch nichts entgegenzusetzen. Das hier ist geschenkt. Das war definitiv geschenkt. Der war auch geschenkt. Oh, ich wollte doch hier gar nicht lang. Gegen die kommt man ganz gut klar. Weil man halt weiß, wo die hinschießen. Ja, und das Gold nehmen wir doch auch mit. Aber ich möchte jetzt erstmal weiter im Schloss gucken. Wir haben hier ein bisschen Gold abgrasen können. Vielleicht können wir noch mehr abgrasen. Bis auf die roten Zuppeln da oben und dieses Bällchen hier. Läuft das doch hier ganz gut eigentlich. Da kommt einmal noch. Danke, aber der hat auch nichts dabei gehabt. Der Raum hier war lustig. Aber wir gehen erstmal wieder hoch ins Schloss. Wir konnten zwar ein bisschen was abgrasen hier unten, aber hier ist mir das doch ein bisschen sicherer. Können wir unsere Mana doch noch mitnehmen. Und schau mal, was uns im Rest des Schlosses hier erwartet. Aua! So, auf dem letzten Pixel hat er mich noch erwischt. Ach, da oben ist so ein Auge wieder. Hey, mein Goldsack. So, bisher läuft die Runde ja. Bisher läuft sie ja. Aber dann kommt halt sowas immer dazu und dann ist immer ein bisschen ärgerlich, aber egal. Ach, gut, dass wir einen kritischen gesetzt haben, sonst wäre ich da noch ein paar Mal blöd hochgesprungen. Ja, mit dir habe ich Erfahrung, da mache ich das ganz locker wieder von hinten. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ja, du bist ja auch eigentlich ganz cool drauf.
Aber wir gucken. Was? Hier geht's hoch? Achso, nee, da hinten dann. Ja, sowas muss nicht sein, ne? Und das habe ich halt zu häufig. Da ist es dann halt mit dem Barbaren besser. Aber ich hätte gerne, dass der Barbar die Stärke von einem Hokaten hat. Dann wären wir echt gut unterwegs. Aber wir können auch einfach ein bisschen Glück haben und noch ein paar coole Rüstungen finden. Denn das blieb uns ja bisher auch dolle verwehrt. Naja, wieder 600 Gold. Oh, ich steigere das mal ein wenig. Oh, und Essen. Schön. Ja, Mana brauchen wir nicht. Können wir stehen lassen erstmal. Die Truhe nehmen wir selbstverständlich mit. Okay, die Bilder werden angreifen. Und... Nein! Jetzt bin ich ja wieder hier völlig raus. Okay, ganz, ganz locker, ganz locker, ganz locker, ganz locker. Alles gut, alles gut, alles gut. Dich kriegen wir auch locker weg. Und dann schauen wir mal, dass wir die Truhe da oben noch kommen, wenn wir das Bild angegriffen haben. Na los. Danke. Zweimal Gold. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen blöde hier rumspringen. Das geht aber. Und dann hat sich gelohnt. Ja, eine neue Rüstung. Wir haben eben gerade drüber gesprochen. Wunderbar. Kleiner Bonusraum hier. Okay, da wird das Bild angreifen, aber da hinten ist eine Truhe. Ach, verdammt. Verdammt. Doch, erwischt. Wunderbar. Dann gehen wir hier hin. Hier haben wir ein bisschen mehr Platz zum Fighten. Ah. Ah, das kriegt auch wieder neue Energie. Okay. Dann versuchen wir es mal so durchzukommen. Ach, na klar. Warum auch nicht noch so einer? Ach, der überlebt das auch noch. So. Nein. Bloß weg hier. Nein. So. Gerade noch irgendwie durchgekommen. Oh, wir haben 1200 Gold. Damit können wir auf jeden Fall wieder was anfangen. Ach ja. So, dann haben wir schön unseren Schreimer gewirkt. Aber wir leben jetzt schon länger als in der Runde davor, wo ich diesen One-Hit hatte, wo ich dachte, ich habe einen guten Lauf. Das ist doch schon mal ganz schön. Okay, wir haben zwei Richtungen. Das ist kein Raum für mich. Das wissen wir, glaube ich, auch inzwischen alle. Und hier muss man nur durchkommen. Das geht eigentlich, glaube ich, ganz gut. Genau. Oh, der schießt ein bisschen schneller. Aber, ach, scheiß auf den einen. Scheiß auf 10 Gold. Oh, Mana und Leben. Mann, wir können aber auch Glück haben, ne? Wobei, ich glaube, das Schloss müsste jetzt auch langsam untersucht sein, ne? Wir müssen jetzt, ja, genau, hier, wir kommen woanders hin. Die Maya. Also, ich springe dann genau, wenn ich nicht soll. Ach, kein Essen. Ja, lange machen wir, glaube ich, nicht mehr. Wow, vor allen Dingen nicht in so einem Raum. Ihr seid doch alle verrückt. Gib mir die Truhe. Die Truhe greift mich an. Da greift mich tatsächlich diese blöde Truhe an. Das kann's doch nicht sein. Aber wir waren schon deutlich besser unterwegs. Oh, schön, schön. Hokage, wunderbar. Haben wir nochmal einen Hokage? Da greift mich ein, als ist die Truhe an. Ja, für den Tod reicht das, glaube ich, nicht, ne? Ne, der braucht 1700. Aber wir können ein bisschen was machen. Downstrike up, a permanent room has a defense. Deal more damage with... Also wir machen generell mehr Schaden. Ja, das ist, damit wir mehr tragen können. Das brauchen wir eigentlich nicht. Wir können mal gerade gucken, was es hier gibt. Schaden machen wir schon ordentlich. Bloß was Neues. Chestplate. Plus 7 Armor. Wird direkt angezogen. Brauche ich definitiv. Plus 15% kritischer Schaden. Ist natürlich auch ganz geil, ne? Was hat du? Was hat du?
Nee, weniger Haus ist nicht so gut. Wir gucken mal, was die Runentante noch für uns hat. Ja, den Doppelsprung. Sonst hat sie nichts. Also hier könnten wir plus 15 kritischen Schaden kriegen. Aber hier könnten wir nochmal Energie machen, ne? Nochmal 10 drauf. Komm. Dann ist der Hokage noch ein bisschen. Hat er nochmal 6 Trefferpunkte mehr. Und dann starten wir noch eine hoffentlich nochmal so gute Runde. Aber wir waren doch noch gar nicht so schlecht unterwegs. Also wir werden besser. Ich sag ja, irgendwann kriegen wir eine ganze Folge mit einer Runde voll. Okay. Blöder Raum zum Starten. Ach, wir haben ja One-Hit. Ganz vergessen. So. Ja, und mit so einem hier, da müssen wir mal einen Endgegner machen, wobei wir halt leider nicht genug von der Energie haben, ne, insgesamt. Du stehst ja recht blöde da. So, bisher unversehrt. Das ist ganz gut. Das ist aber echt ein komisches Schloss hier, ne? Alles so schräg. Ich finde diese Kanone wieder so blöd. Okay, hier geht's in die Unterwelt. Hier ist ein Räumchen, was mich doch sehr interessiert. Sind wir da auch schon durch. Und wir kriegen ein Blutschwert. Das klingt gut. Schaffe ich die da unten alle? Du müsst ja nur theoretisch hier so einmal auch reinspringen. Naja. So geht's auch. Es geht. Also ein Schaden geht besser, ich weiß, aber wir sind da eigentlich recht gut durchgekommen. Kann man ruhig so stehen lassen. Ich habe gerade gesehen, wir haben da hinten noch ein Räumchen vergessen. Das war, glaube ich, ein weiter und dann nach oben, ne? Also hier lang. Wer weiß, was hier noch drin ist. Außer so ein blöder Geist hier. Oh, eine Kiste. Tatsache, wir haben den Kistenraum fast übersehen. Oh, und jetzt gehen wir hier schön langsam Stück für Stück durch. Dafür ist das Fliegen ganz gut. Ach ja, ich renne genau rein. So, ich kann das ein bisschen besser timen. Und was finden wir hier? Oh, 100 Gold, immerhin. Nehmen wir wenigstens ein bisschen Gold mit dieser Runde. Also viel war es noch nicht. Und ich fürchte gerade, ich habe gerade wieder so einen guten Lauf. Ah, die Folge wird bestimmt ein bisschen länger. So, dann müssen wir uns mal nächste Runde das Blutschwert angucken. Okay. Ja, da komme ich natürlich nicht mehr durch. Das ist gemein. Aber wir haben alles im Griff. Das generell, also bisher ist das ein ganz schön fettes Schloss, ne? Und hepp. Haben wir den noch mitgenommen? Schauen wir weiter. Hier kommt man recht easy durch. Gerade für mich, Pro-Gamer in dem Spiel, ist das gar kein Problem. Das sieht man jetzt hier auch an meiner Sprungtechnik. Ein Eintrag, da gehen wir später irgendwann drauf ein. Haben wir jetzt auch ein bisschen schnell gemacht. So. Wow, warum seid ihr so flink? Ich muss euch doch nur einmal treffen, dann hat sich das doch. So. Huiuiui, ganz schön großes Schloss hier. So, zwei bewegte Bilder. Ach, den hätte ich noch gar nicht gesehen. Und das trifft mich natürlich, das blöde Bild. So, da hast du. Ach, wir sind auch fast tot, sehe ich gerade. Da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Ach ja, wir haben ja nur den Hokage, der hat ja gar nicht so viel Energie. Aber jetzt kriegen wir wieder ein bisschen was.
Ja, Endgegner wäre ja schön und gut mit dem Charakter, aber nicht mit dem bisschen Energie, ne? Wenn wir einmal getroffen, dann hat sich der Salat. Okay. Verdammt, ich wollte es mit Bedacht machen. Hab gedacht, da können wir noch ein bisschen Gold abgrasen, aber leider war dem nicht so. Na, jetzt kommen wir doch noch fast auf die Folgenlänge. Sieht fast beabsichtigt aus, aber war es wirklich nicht. Ihr kennt mich ja. Ich wähle schon mal. Ich würde mir ganz gerne noch mal das Blutschwert mit euch angucken. Jetzt haben wir hier nur so blöde Charaktere. Nehmen wir den Paladin. Aber das Blutschwert gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Wir haben ja auch ein bisschen Gold mitgenommen in der letzten Runde. Wie viel macht so ein Paladin? 36. So, das haben wir hier gerade. Blutschwert. Ah, okay, das nimmt uns Energie. Aber ich glaube, wir kriegen Energie durch die Feinde, die wir umbringen damit, ne? Bisschen mehr Schaden macht es, aber ich glaube, das ist nicht so meine Waffe. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Hier gibt es vielleicht noch ein Cape. Hier, genau, 15% kritischer Schaden. Das nehmen wir mit. Das ist, glaube ich, gar nichts Verkehrtes. Und dann schauen wir trotzdem nochmal hier drüben rein. Denn da hätten wir noch ein bisschen mehr Energie, ne? Da würde ich jetzt gerne mal vermehrt drauf gehen. Einfach, dass wir länger überleben. Und solange es noch keine 1000 kostet, können wir da gerne noch investieren. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.